Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Server Tempest. Ich hoffe, euch geht es gut. Das ist jetzt die 5. Folge. Und im letzten Video haben wir versucht, einen mythischen Jade herzustellen. Das hat dann leider nicht geklappt. Packen wir dann beiseite und wenn wir dann wieder genug Yang haben, versuchen wir es wieder. Und ja, Zodiac-Schwert habe ich mir gekauft. Das war eigentlich recht günstig. 1,5 Won für das Schwert. Und da haben wir die ganzen Gegenstände verzaubern und drehen mal schön die Waffe. Ziel ist es natürlich, mindestens 30 DSS drauf zu kriegen. Dann könnte man das eventuell benutzen oder verkaufen, je nachdem, welche Werte da drauf kommen. Und ja, mit Level 90 habt ihr dann insgesamt 90 Gegenstand verzaubern plus, ach plus, B. Und ja, die eignen sich ganz gut, um Zodiac-Schwerter zu drehen. Und das machen wir auf jeden Fall. Wenn wir die Ninjas auch durch haben, werden wir auch einige andere Waffen drehen. Über 30, eventuell über 40 DSS. Und ja, auf der Waffe haben wir dann am Ende 35 DSS bekommen. 5 Ohnmacht, 5 dB, ist ganz okay. Kann man ja benutzen oder verkaufen, je nachdem, wenn die 70er Jungheldenwaffe mal ausläuft und wir dann mal 105 sind. Die restlichen Zwitscher habe ich dann auf ein zweites Zodiac-Schwert gedreht. Und ja, schön wäre es, wenn es 40 DSS sind oder irgendwas, weiß nicht, 35 DSS, 10 dB, wobei das ein bisschen schwieriger ist mit den B-Verzaubern. Und da war die Shami Level 88. Und ja, da haben wir dann mal die ganzen Truhen aufgemacht und haben das Schwert weitergedreht. Und hoffen, dass da einfach gute Werte drauf kommen. Denn wenn die Jungheldenwaffe weg ist, dann sieht es ein bisschen schwierig aus, irgendwie an Damage zu kommen. Deswegen sollte dann die Zodiac-Waffe im besten Fall dann fertig sein. Und ja, da ist dann nichts drauf gekommen. Bin dann Map 1 gelaufen, hab mir dann nochmal die Level 90er Belohnungen abgeholt. Ja, aus der Kiste kam leider nur ein Core raus. Können ja auch Zodiac-Waffen rauskommen. Und hier öffnen wir die ja, restlichen 90er Lehrlingstruhe. Sind halt 5 Stück mit Level 90. Und ja, Drachentruhen haben wir auch ganz viele. Da können wir dann gleich was uppen und ein paar Antike rausholen. Und ja, dann drehen wir das Schwert weiter. Und ziehen da einmal drauf und bekommen 40 DSS. Ja, kaum zu glauben. Aber ja, allererste Mal eine Zodiac-Waffe mit 40 DSS gedreht. Und da haben wir das Teil. Das werden wir behalten und später mal uppen. Und ja, hier aus der Drachentruhen die ganzen Cores aufgemacht und geuppt. Ja, erstmal beim Rubin geklappt und danach, ja, leider alles fehlgeschlagen. Aber ein paar Antike haben wir. Das bringt auch nochmal ein bisschen Won. Und hier haben wir dann noch die Shami-Rüste gedreht. Ach, nicht gedreht, erstmal boniert und dann einmal gedreht. Ziel ist es da irgendwie 10 bis 15 Bind drauf zu bekommen, weil ich möchte, dass sie dann alleine steht und Auto jagen kann auf der Vernichterwiese oder generell auf der Windmap. Weil ich mit meinem Mento dann ja den nächsten Ninjas hochziehe auf 90, also einige Chars auf 90 ziehe. Und ja, was mir da halt noch fehlt auf Teilguss ist eine Zodiac-Glocke. Ich glaube, vor ein paar Videos zurück noch, da habe ich eine gedreht mit 37 Ds, also 5 dB. Und ja, hier versuchen wir auf jeden Fall etwas Gutes zu bekommen. Und dann schauen wir mal, was wir aus den ganzen Dreher rausbekommen. Wobei, über Glocken habe ich ja meistens nicht so viel Glück. Auch Kollege sagt, hey, warum drehst du eine Zodiac-Glocke? Ich so, brauche noch eine gute. Und ja, nochmal eine 54er plus 9 gemacht mit einer Drachensäge aus Fun. Sind da eigentlich gar nichts wert hier auf dem Server. Ich vermute mal 10kk oder so oder 20kk. Weiß gar nicht, ob ich die überhaupt mitnehmen soll. Und ja, hier haben wir dann nochmal einen Versuch, einen mythischen Jade herzustellen.
habe ich ja behalten, den ersten Stein, dann den zweiten Stein gekauft. Und der hat dann auf mythisch geklappt. Schauen wir uns die Bonis an. Leider blank geworden. Den werden wir dann verkaufen. Gegebenenfalls einen selber abben oder einen fertigen kaufen. Wir auch keinen perfekten haben. Mir reicht TP-Absorb und ich hau das Ding da rein. Und hier haben wir auf dem Markt ein paar, ich sag mal, Schnäppchen gekauft. Ich habe mir da ein paar Feuer-EQ-Teile gekauft. Hauptsächlich Silberarmbänder mit 15 Feuer. Nach einem Helm habe ich auch gelegentlich mal reingeschaut, wenn es da, ich sag mal, für zwischen 30 und 70 KK irgendwelche 15 Feuerhelme gibt, dann habe ich die meistens rausgekauft. Und ja, das habe ich dann schon sehr oft getan. Und ja, hier dann nochmal zwei Zwitscher, die normalen sind das, auf die Rüstung gezogen bei der Shami. Da haben wir leider nur 6 Wind bekommen und dann beim zweiten Dreher haben wir dann 15 Feuer bekommen, 5 TP Absorb und 10 Wind und Fire Def. Lassen wir auf jeden Fall. Die Shami ist dann auch Level 96 geworden und die Ninjas im SD2 bzw. SD3, ja, haben sie es geschafft, auf 75 zu leveln, Autojagen mit den Bögen. Ja, hat eine Woche gedauert von Level 1 bis 75, weil SD2, SD3 einfach komplett voll ist. Also ist schon echt ekelhaft, sage ich mal, auf 75 zu kommen. Und ab 75 wird es wieder leichter, auf 90, 95 zu leveln, wenn man dann halt in die Grotte kann und das dann auch dementsprechend packt. Habe ich, ja, konnte ich nicht warten, wollte eigentlich bis Level 90 machen und dann die Zodiac-Glocke drehen und dachte, komm, mach's als kleine Belohnung. Die Chars sind jetzt auf 75. 3 Stück, haben wir ein paar verzaubert und ziehen die mal auf die Glocke drauf. Ja, beim ersten Char hat's nicht geklappt, versuchen wir direkt weiter, haben wir da noch 20 Stück, die wir drauf ziehen können. Also falls ihr dann auch irgendwas anderes drehen wollt, würde ich euch empfehlen, entweder DSS-Waffen, und da haben wir zum Beispiel 10 dB gedreht, ist sehr sehr selten bei den B-Verzaubern. Auf jeden Fall könnt ihr da Schilder drehen, wenn ihr AGO braucht, das könnt ihr gerne machen. Aber auf keinen Fall solltet ihr irgendwie EBs oder Armbänder drehen. Ich finde, die sind dafür nicht geeignet, nur für DSS-Waffen. Oder wenn ihr mal irgendwie IQ-Teile haben wollt mit 1,5 KTP, dann ist es auch noch in Ordnung. Das kann man auf jeden Fall machen. Aber standardmäßig benutzt man die eigentlich für DSS-Waffen. Und ja, dann kommen wir zum letzten Char. Und da werden wir jetzt was Tolles draufdrehen. Und wir haben einfach 48 DSS drauf gedreht, übelst gefreut, mit 6 Teufel, 2 Ohnmacht. Die werden wir definitiv mitnehmen. Ich bin auch so ein überpünktlicher Mensch. Und einfach. Dann sind wir schon zum Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh Mann, hoffentlich ist meine Kamera jetzt gleich nicht weg.